Hallo Leute und willkommen zu diesem Video, welches sich dieses Mal ein bisschen zur Nintendo Direct der diesjährigen E3 beziehen soll. Ich habe dieses Event ja live gestreamt und dachte mir, für YouTube mache ich mal so einen kleinen Zusammenschnitt meiner Reaktion für euch und würde dann im Nachhinein noch mal ein bisschen quatschen, wie meine allgemeine Meinung zur Präsentation war. Es fing ja schon mal sehr cool an mit einem neuen Super Smash Bros. Ultimate Charakter. Was zur Hölle? Wieso? Das ist doch... Das ist Smash! Oh mein Gott! Aus Tekken, Alter! Kazuya! Die bauen doch noch einen aus Tekken ein! Ach, krass! Krass! Mit Gandalf, ich kann schon voll, was denn jetzt los? Ey, es sind aber wirklich die heftigsten Kampfspiele alle vereint, ja? Ach du Scheiße, boah, ist ja übel. Ja, genau, schmeiß einfach alle weg! Da, Nintendo ist doomed, hier. So, Nintendo ist RIP, doomed. Ey, nicht Banjo und Kazooie. Ey, wehe Banjo. Okay, ja, ist RIP, doom, ist RIP. Snake! Was ist denn die? Wer glaubt er, wer er ist? Oh oh. Kazuya Mishima wins. Das Casual Wins. Da werden sich schon auch viele freuen, oder? Da haben wir schon viele gewollt. Kirby, du weißt schon, dass du fliegen kannst, ne, Kirby? Ja, ich wollte schon sagen. Allgemein habe ich ja mit Tekken nicht so viel am Hut, aber dachte mir immer schon, dass, ey, wenn man sowas einbaut wie hier die Street Fighter Charaktere oder auch Terry, darf eigentlich irgendwie eine Tekken-Repräsentation nicht fehlen, damit halt Smash Ultimate so wirklich das richtige ultimative Crossover wird. Also von daher, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr cooler Charakter für Smash. Passt gut hinein. Toll, sogar im Business-Dress. Dann wurden ja weitere an sich doch sehr nette Titel angekündigt, die jetzt aber mich persönlich nicht so ansprechen. Ihr wisst ja vielleicht noch, dass ich von Life is Strange 1 nicht unbedingt so sonderlich der Fan bin. Weiß aber auch, dass sich bestimmt viele darüber freuen, dass man das jetzt immer und überall zocken kann. Auf der Nintendo Switch. Und klar, Super Monkey Ball, hey, warum nicht? Ich habe jetzt bloß nicht ganz verstanden, sind jetzt da irgendwie 3 Spiele drin, remastered? Ist jetzt so eine Art Collection? Weiß ich nicht, werde ich mal sehen. Hab aber so die Monkey Ball-Reihe nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, auch nie gespielt. Aber insbesondere vom ersten Teil für den GameCube damals hört man eigentlich nur Gutes. Und hier, ey, ganz klar, Two Point auch eine schöne neue Ankündigung. Da Two Point Hospital einfach ein wahnsinnig tolles Spiel ist, was sehr schnell süchtig macht, bin ja halt auch ein Freund solcher Aufbausimulationen. Mein Interesse wurde geweckt. Und dann kam ja sogar die erste Überraschung für mich. Mit einem neuen Mario Party Best of. It's a blast from parties past, and you're invited. Ready for another round of Mario Party Mayhem? Of course you are. It's a superstar collection of Mario Party boards and minigames. Ach cool, wieder so was wie 100 boards from the Nintendo 64 era, including Peach's birthday cake and Spaceland. Yeah, Spaceland, geil. Each board is packed with zany events guaranteed to keep you on your toes. Sehr cool. And when we say zany, we mean it. Connect blocks. Oh, cool. And give facelifts. In hilarious over-the-top minigames. Geil, so viele Spiele aus Teil 3. All of which support button controls. With 100 minigames from the Mario Party series catalog, you'll have a blast in this All-Star Fun Fest. Also, was hatten sie schon mal beim 3DS gemacht, ne? All game modes work with online play. Alles cool. Even if you're partying solo,
you can randomly match with other partygoers worldwide. Playing a board game online with friends? Hey, sogar mit Birdo. Save your progress mid-game, grab a snack, then resume the festivities. Stickers are also available to communicate with others. It's time to party in Mario Party Superstars. This is cool. Launching on the Nintendo Switch system October 29th. Also, das ist sehr schön. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Ey, und dann aber auch direkt im Anschluss die nächste größere Überraschung in Form von Metroid News. Schön Nostalgie. Richtig krass, klasse. Jetzt schon wieder. すでに発表しているメトロイドプライムシリーズの最近作 メトロイドプライム4については現在も開発中で本日はそれとは違うもう一つの新たなメトロイドを皆さんにご紹介します。こちらをご覧ください。 Vielleicht doch HD-Ports oder na mal gucken. Neuzugang oder vielleicht eine Collection? Was ist denn los? Metroid 5? Oh, wie cool! Die sieht echt auch noch den Fusion Suit anhat. The fuck? Sehr schön. Oh, toll. Oh, der Blick. Oh, der, oh, ja. Wir machen es aber eh auf Metroid Fusion, oder? Metroid. Echt? Metroid Dread? Oder Dread? Oder. Was auch schon seit Jahren. Ist das ja schon. Der Titel ist ja schon bekannt. Ah, das ist ja cool. Sehr, sehr geil. Schön, 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 schön. Das ist wirklich toll. Vielleicht noch dieses Jahr, vielleicht noch? Alter, Schoso, was ist da los? Ja, checkt's nicht. Fanservice, habt ihr gesehen, der Arsch. Fanservice auch dabei, alles dabei. Ey, das ist echt cool. Oh, da freue ich mich sehr drüber. Ja! Oktober? Alter, also, E3 gewonnen, war, ey, das war geil. 2D-Metroid-Serie-Serie. Ja, ist halt wirklich wahr. メトロイドドレッドの映像です。タイトルにもなっているドレッドの文字通り、サムスを襲う様々な恐怖を描いた新感覚のメトロイドになっています。4月8日の発売を予定していますので、もう少しだけお待ちください。発売日には、サムスと先ほどの映像に登場したエミリーと呼ばれるロボットのアミーボも同時発売いたします。引き続き、デッドラインをご覧ください。 Das war echt klasse. Also jetzt schon die Direct mit zwei Überraschungen, konnte ich nicht meckern. Dann wurden wieder einige Spiele aus Serien gezeigt, die ich zwar kenne und wo ich aber jetzt nicht sonderlich großes Interesse dran habe, weiß aber, das sind beliebte Franchises. Sei es Monster Hunter Stories 2 oder auch Just Dance. Mario Golf, klar, das hat alles seine Zielgruppe. Aber für mich persönlich halt, ja, insbesondere die Mario Sportspiele. Da bin ich einfach inzwischen raus, erinnere mich aber sehr gerne an zum Beispiel den GameCube-Ableger Mario Power Tennis. Waren schöne Spiele. Golf, das Spiel für alte Leute. Speed Golf. Deswegen gibt's ja nicht nur Standard-Golf. Speed Golf. Schummelgolf, wie ich es nenne. Here's a new game from the head of oh mein Gott! A certain company. WarioWare is back! Did you miss me? Hey, what do you mean? Who am I? It's a me, Wario! And it's a finally ready, a brand new game from my company! Check it out! You get to control me! I'm to do this!
Look at me go. What rats? Check out these chumps. They came back and they have wonderful new talents. Throw that stick thing. Not too bad. Use the spinny, whatchamacallit. Ha! Nailed it! Die dummen Spiele immer. Das ist auch cool. Wow, I almost forgot some big news. Two people can play together at the same time. Ich dachte schon, Waluigi ist dabei. Hier kann doch Waluigi mal dabei sein. Nicht jetzt Smash. Not nice. Alright, you. Yes, you. The one watching this. Better get ready for some microgame mayhem. The WarioWare Get It Together game launches exclusively on the Nintendo Switch System September 10th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Dann kamen auch noch so typische Titel, die wohl eher, also ich sage mal, eher den japanischen Markt ansprechen sollen. Wie Shin Megami Tensei oder auch Danganronpa. Sehr komische Titel, die mir tatsächlich soweit nichts sagen, nie wirklich gespielt. Wir haben ja mal so ein bisschen Persona ausprobiert, muss aber sagen, nee, das sind nicht so meine Spiele. Hab aber auch nicht wirklich viel gespielt. Bisher kann ich aber nur sagen, ja, das sind so Spiele in meinen Augen, die machen sehr auf Ernst und sind dann aber doch an merkwürdigen Stellen mir ein bisschen zu albern. Ja, also ich spreche davon zum Beispiel Persona 4 Golden, was ich halt gespielt habe, und nee, also das sind Spiele, die sind dann eindeutig eher nicht so was für mich. Wobei natürlich Persona ist ja nur ein Spin-off von Shin Megami Tensei. Vielleicht ist diese Reihe sogar ein bisschen ernster als Persona, weiß ich wie gesagt nicht, aber hat jetzt auch nicht unbedingt mein Interesse geweckt. Aber auch hier, ey, das hat bestimmt seine Zielgruppe und haben sich garantiert sehr viele Leute drüber gefreut. But that reality is upended after you get pulled into a different dimension. Wer kennt's nicht? Des Weiteren fand ich sehr interessant und auch sehr sinnvoll, dass Project Zero 5 eine Portierung bekommt. Das Spiel war ja dann halt, ja, ich glaube, hat nicht so hohe Verkaufszahlen erzielt, was aber, glaube ich, an der Tatsache lag, dass es eben ein Wii U-Exclusive-Spiel war. Und leider hatte die Wii U ja kaum jemand. Vielleicht haben sie diesmal das Bikini-Outfit nicht rausgeschnitten. Und deswegen gehe ich davon aus, das Spiel wird sich auch wieder binnen kürzester Zeit mehr verkaufen auf der Switch als auf der Wii U noch. Also sehr, sehr schön. Und dann, nachdem man so ein bisschen wieder was zum neuen Spiel Mario plus Rabbids gesehen hat, kam dann nochmal eine richtig, richtig große Überraschung, speziell für mich. Ich bin ausgerastet. Leute, ich musste einfach nur Orange Star lesen und es war vorbei. Advance Wars! Advance Wars? What? Erstmal ohnmächtig geworden. Ey, das ist ja geil, das Original wird geremaked. Ey, das ist Andy, das Eagle, kennt ihr die alle noch? Ja, Max ist auch dabei. Und Drake. Ey, Tami. Und Kanbei. Sehr geil, ey. Das ist echt cool. Thrilling Stories. Memorable characters and vibrant gameplay in store as you lead the commanding officers to victory. Geil. Play the first two Advance Wars campaigns in Advance Wars 1 plus 2. Alle beide! Marching onto Nintendo Switch this winter. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Den Abschluss machten dann noch einige neue Zelda-Infos. Das ist ja der Wahnsinn. Ah, der DLC, endlich mal. Neue Infos dazu zur ersten Welle. Klar, als Wächter zocken. Jawohl. Kann das Let's Play endlich bald mal wieder losgehen, denn? Alter, es werfen die auch schon mit Bomben.
Ab 18. Juni. Sehr schön. Wo hat sie da der Motorrad her? Egal. Hoshi! Konnichiwa. Zelda no Densetsu, Series Producer no Aonuma desu. Mazu goran itadaita no wa Koei Tecmo Games san no Zelda Musou Yakusai no Mokushiroku Expansion Pass ni hukumareru Tsuika Contents 1弾 no eizou deshita. Den habe ich mal die Hand geschüttelt und ein Foto gemacht. Breath of the Wild no 100 年前を舞台にしたリンクや仲間たちのさらなる戦いにぜひご期待ください。さて、本日は他にもいくつかご紹介したいと思います。まずは改めてになりますが、来月に発売が迫った Okay, aber ganz schnell. スカイウォードソード HD です。But, wollte... ジョイコン2本持ちでリンクと一体になって冒険できる体感操作と Hey, Leute, vielleicht携帯モードなどで結構弾いて剣を両方に対応しています。 70€ kostet. Ja! また本作実はこんなものを作っています。ゼルダの伝説が遊べるゲーム&ウォッチです。 Geil! Klingt sich auch so weit auf wie bei Mario. 35 Jahre Zelda? ゼルダの伝説は誕生してから35年を迎えます。35周年にあたってのキャンペーンは予定していませんが、節目となるこの機会に当時を振り返ることができる特別なアイテムとして、懐かしのゼルダが楽しめるゲーム&ウォッチの開発を進めてきました。収録しているゲームは初代ゼルダの伝説、リンクの冒険、ゲームボーイ版のゼルダの伝説夢を見る島、そしてキャラクターがリンクになったゲーム&ウォッチのバーミン、じっくり遊べるゼルダから気軽に遊べるバーミンまで4種類のゲームがお楽しみいただけます。またゲーム&ウォッチならではのウォッチ機能として、初代ゼルダの伝説をテーマにしたロテダプテオルコレクションのリンクの冒険をテーマにした遊べるショートタイマーをご用意しました。その名の通り、どちらもリンクを動かして遊ぶこともできます。手軽にいつでもゼルダが遊べるゲーム&ウォッチにぜひご期待ください。さて、次が最後となります。ゼルダの伝説ブレス・オブ・ザ・ワイルドの続編です。最初の公開から約2年間何もお伝えできていませんでしたが、開発は順調に進んでいます。本日は新たな映像を少しではありますがご用意しましたのでご覧ください。Na klar. Aber da hat Link irgendwie keinen Zopf, was ist da los? Oh. Oh Mann. 2022 tatsächlich. Sollen sich die Zeit nehmen. いかがでしたか？冒険の舞台は新たにハイラルの空の上にまで広がります。まだお時間をいただきますが、2022年の発売を目指して開発していますので、どうぞご期待ください。Aber noch tatsächlich noch kein Titel, ja? Ist ja auch krass. Was ist so spannend? Wie war es? Heute ist der Nintendo Direct. Aber heute ist der Nintendo Direct. Aber heute ist der Nintendo Direct. Aber heute ist der Nintendo Direct.
今後も任天堂スイッチにご期待いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。Tschüss, ihr Hoshis, ihr Imchecks. Oh, Leute, ey, das war doch richtig geil, Mann. Ey, neues. Oh. Ey, Leute, wie cool war das denn? Im Metroid 5 Advance Wars 1 und 2 Remake und dann nochmal neue Bilder zu Breath of the Wild 2. Immer noch ohne Titel. Und der DLC von Hyrule Warriors sieht auch cool aus. Ey, geil. Das soll es dann aber erstmal gewesen sein, so mit meinem Zusammenschnitt mit den relevantesten Reaktionen meinerseits. Kann nur sagen, dass ich die Nintendo Direct sehr, sehr erfolgreich fand. Allein weil es halt für mich persönlich drei große Überraschungen gab, neben den erwarteten neuen Infos zu Breath of the Wild 2. Bei Breath of the Wild 2, man hätte sich ein bisschen mehr gewünscht, nur ein bisschen mehr Infos, noch ein bisschen, zeigt man noch ein bisschen mehr, aber ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Der Hype ist einfach nur noch größer geworden. Freue mich sehr, wir haben tatsächlich noch keinen Titel. Irgendwie, wir wissen nicht, wie das heißt. Der neue Ableger könnte mir aber vorstellen, dass der Titel einfach schon zu viel spoilern würde. Ja, vielleicht ist es diesmal nicht so was Allgemeines wie Breath of the Wild. Vielleicht ist der Titel schon ein bisschen aussagekräftiger und deswegen warten wir noch mal ein bisschen, ne? Ein bisschen mehr Geduld noch. Und die habe ich bei so einem Spiel sehr, sehr gerne. Aber ja, die Überraschung, also wirklich, Metroid 5 wird super cool. Bin ich mega gehypt für die Amiibos, die sie gezeigt haben. Inzwischen ist ja auch klar, es gibt da eine schöne Special Edition von. Wird sich alles gegönnt. Bin super neugierig. Mario Party, dieses Best-of, was sie ja schon mal für ein 3DS gemacht haben. Jetzt nochmal richtig schön mit den alten Brettern. Und trifft halt voll mich persönlich. Bin ja dann auch schon ein alter Hase. Ja, trifft voll in meine Nostalgiekerbe rein. Freue ich mich sehr drüber. Und eben der absolute Kracher ist ja dann wirklich Advance Wars. Zwei Spiele in einem, die sehen so schick aus. Die werden so schöne Quality-of-Life-Dinger bestimmt eingebaut haben. Kann ich auch kaum erwarten. Und das kommt halt alles noch dieses Jahr. Richtig toll. Man muss gar nicht so lange warten. Gäbe es etwas, was ich mir denn zusätzlich noch gewünscht hätte? Also, ich hatte ja tatsächlich keine großen Erwartungen. Also, was heißt keine großen Erwartungen? Weil an sich, man wusste ja schon super viel. Es war ja klar, dass ein neues Pokémon kommt, ein neues Pokémon Perl, also die Pokémon Perl und Diamant Remakes wusste man ja schon. Also war ich jetzt dementsprechend nicht enttäuscht, dass es dazu jetzt nichts Neues zu sehen gab, weil man weiß doch schon, dass die kommen, ist ja alles okay. Ne, da muss ich jetzt nichts Neues sehen. Ein neues Donkey Kong wäre schön gewesen, klar, warum nicht, ne? Aber jetzt bin ich jetzt auch nicht enttäuscht, von wegen, dass man nichts gesehen hat, weil, wie gesagt, es kamen andere große Überraschungen, die sie gezeigt haben. Sehr, sehr cool. Und ich bin halt so erwartungsmäßig, die können jetzt nicht jedes Jahr zur Direct einfach zu jeder Nintendo-IP, die es gibt, irgendwas Neues zeigen. Ja, das ist halt unrealistisch. Und heute, oder halt zu dieser Direct, war eben Metroid dran. So, Donkey Kong nicht, dafür Metroid. Und halt andere IPs, ja, dann bin ich halt auch realistisch. Sowas wie F-Zero oder Kid Icarus, Leute, das sind halt Franchises, die halt aktuell, es kann ja sein, dass das mal anders war und vielleicht ändert sich das ja noch in Zukunft, aber aktuell sind das halt Franchises, die keinen interessieren. Die kauft halt keiner. Ist halt einfach so. Hier, der Tekken-Typ hat schon richtig gemacht. Ist alles RIP. Wo man da natürlich auch vielleicht einfach mal abwarten kann, die Hoffnung ist ja vielleicht nicht ganz verloren, weil die Nintendo Switch eine unfassbar erfolgreiche Konsole ist, wo Nintendo vielleicht sagt, ey, die Konsole haben viele, vielleicht kann man mal riskieren, ein neues F-Zero. Vielleicht einfach nur, weil die Konsole es anbietet, kaufen es einfach so schon welche. Und nicht nur Leute, die das nostalgisch finden, wie so ein mega altes Spiel nochmal neu aufgelegt zu sehen, weiß man nicht, ne? Kann schon sein, aber dass sie jetzt ein neues F-Zero machen, weil es so gefragt ist, das ist halt einfach nicht wahr. F-Zero ist nicht gefragt, das interessiert keinen. Ja, ist halt so. Und, ja, kann ich aber auch verstehen, ne? Leute, als ob... Leute, kommt, ihr könnt mir noch nicht erzählen, als ob ihr F-Zero GX durchgezockt habt. Als ob ihr das gemacht habt. Ja, erzählt mir doch nicht. Ja, vielleicht du bestimmt, aber ansonsten... ne, muss man einfach abwarten. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Schauen wir mal. Und es gab auch nur eine Sache, wo ich so ein bisschen verwundert war bei der Direct. Und zwar, dass halt tatsächlich nichts Neues zu Animal Crossing angekündigt wurde. Also kann natürlich sein, dass das irgendwie nochmal separat kommt oder so. Klar, die Chance besteht immer.
Aber so halt, ja, weil Animal Crossing ist ein tolles Spiel für die Switch. Ich hatte super viel Spaß damit, hab's ja auch tatsächlich durchgängig ein ganzes Jahr lang gespielt. Also dahingehend, also mein Geld habe ich sowieso wieder rausbekommen, also das war es halt wert, auf jeden Fall, keine Frage. Muss aber sagen, dass das Spiel im Prinzip für mich jetzt durchgespielt ist. Ich habe nichts mehr zu tun bei Animal Crossing New Horizons. Im Prinzip, also, es ist durchgespielt, ja. Und da dachte man halt von wegen, ey, noch ein bisschen was neuen interessanten Content, dass man so seine Dailies bei Animal Crossing machen kann, dass man vielleicht da was angekündigt bekommt, aber nee, war nicht so. Okay, naja gut. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Es gibt ja Dutzende andere Spiele, die man zocken kann. Und vielleicht kommt halt noch was zu Animal Crossing. Schauen wir mal. Aber gut, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein kleiner Zusammenschnitt meiner Nintendo Direct Reaction. Schreibt mir unbedingt, wie ihr sie fandet. Ja, wart ihr wieder... wart ihr so oft wie andere Nintendo-Community-Mitglieder, waren natürlich wieder komplett enttäuscht. Ja, da kam hier nicht, oh, komplett enttäuscht, kein neues Wave Race. Mann. Ein Franchise, was keinen interessiert. Aber da gab's nichts Neues zu. Mensch. Ja. Oder habt ihr euch an sich auch gefreut? Also wie gesagt, für mich war die Direct ein Erfolg, weil ich wurde dreimal überrascht. Drei Überraschungen gab's für mich. Metroid, Mario Party und halt noch eine große Überraschung mit Advance Wars. Weil mit Breath of the Wild 2 Content, wie gesagt, habe ich halt einfach sehr gerechnet. Da muss man wirklich sagen, das habe ich ja wirklich komplett erwartet. Ja, wurde da halt auch nicht enttäuscht, da wurden meine Erwartungen ja erfüllt. Man hat was Neues gesehen. Der Hype ist real, Leute. Aber okay, will mich jetzt nicht so weiter vollquatschen. Wie fandet ihr die Direct? Fandet ihr sie toll? War eine Enttäuschung für euch? Und wie gesagt, ich kann nur noch mal meinen Spruch wiederholen, den ich ja mal gesagt habe. Also in meinen Augen kann die Nintendo Direct, egal was gezeigt wird, für jeder Mann, für jede Frau nicht enttäuschend sein. Aus folgendem Grunde, weil es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder kündigt Nintendo Dinge an, die einen überraschen, die einen freuen, die man sich holt. Dann ist ja sowieso die Direct schon positiv, nicht wahr? Und selbst wenn Nintendo absolut nur Trash ankündigt, was du komplett scheiße findest, wo du ausrastest, wo du sagst, Nintendo ist doomed, ja, selbst dann solltest du dich freuen, denn hey, dreh dich mal um. Dein Stapel der Schande wartet auf dich, ne? Jetzt kannst du endlich mal, Nintendo hat keine neuen Spiele angekündigt, dann kümmere dich doch mal darum, dass dein Stapel der Schande ein bisschen kleiner wird. Und das ist doch auch ein Grund zur Freude, oder? Zock endlich mal das Spiel, was du dir gekauft hast, aber noch ja nicht gezockt hast, ne? Deswegen immer ein Grund zur Freude, oder? Und mit diesen optimistischen Gedanken und diesen positiven Gedanken sage ich dann erstmal Tschüss und vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!